Ja, Mensch, herzlich willkommen zu Kalimos Rederunde. Wer dieses Format noch nicht kennt, der sollte eventuell mal andere Kalimos Rederunden nochmal sich reinziehen. Denn hier werde ich einige Themen besprechen oder ein Hauptthema besprechen und dazu meine Meinung abgeben. Und das möchte ich jetzt wieder tun. Und zwar, es ist irgendwie sehr merkwürdig, dass ich nur über die Jugend heutzutage rede. Allerdings ist es eine Sache, die mir halt extrem auffällt. Die ganze Zeit bin ich ja mit den anderen Jugendlichen oder mit den etwas kleineren konfrontiert, wenn ich in der Schule bin, und da fällt mir so das ein oder andere auf. Und ich muss sagen, die Gesellschaft, die wird immer schlimmer. Und zwar kann man sehen, wie die Kleinen, also die in der 8. Klasse oder so, da ein bisschen in dem Bereich so 14, 15, wie die schon ticken und was die für Lebensstile so entwickeln, und die gefallen mir eigentlich überhaupt nicht. Und zwar gibt es immer diese Fraktion der Marihuana-Konsumenten, sagen wir es mal so, die rauchen dann jeden Tag ihren Joint durch, beziehungsweise die reden da die ganze Zeit drüber. Ich habe da schon mit jemandem anders drüber gesprochen, so, und genau an dem gleichen Tag sind danach 3, 4 Kinder sozusagen an mir vorbeigegangen und haben erstmal gesagt, boah, ihr habt mir erstmal 10 Milligramm hier gekauft für dat und dat, und du hast hier mich verarscht hier, du kleiner Kiffer, du. Und da sind mir beinahe die Augen ausgefallen, die Ohren abgefallen oder der Mund aufgegangen, so. Und ich habe mir so nur gedacht, so, was geht denn ab mit der Jugend heutzutage? Und ich bin einer, der nicht auf gar keinen Fall irgendwelche Drogen konsumiert. Und wenn ich dann sehe, dass Leute, die jünger sind, also wesentlich jünger sind als ich, Drogen konsumieren, dann verstehe ich das nicht. Warum tun sie das? Wollen sie dadurch cool sein? Ich finde es ja auch schon schlimm, dass die normal rauchen, ja. Und ich möchte jetzt ja auch keine Diskussion darüber auslösen, ob Rauchen schlimmer ist als Kiffen. Aber ich finde es irgendwie nicht richtig, dass man das überhaupt macht. Warum? Es geht in meinen Kopf nicht rein. Vielleicht bin ich eine Person, die halt etwas zu, keine Ahnung, abseits des Mainstreams ist oder ganz normal ist oder so. Ich verstehe nicht, warum man das machen muss. Und ich sehe auch einige andere in meinem Alter, die das konsumieren, und dementsprechend, ich denke mir da immer so, bin ich irgendwie ein bisschen zu komisch für diese Welt, oder warum muss ich das theoretisch machen? Beziehungsweise, warum mache ich es nicht und fühle mich trotzdem gut dabei und guckt mir die anderen an, die dann irgendwie da bekifft im Unterricht sitzen oder so etwas. Ja, aber das ist nicht das Einzige, womit mich die Kleinen immer schocken. Und zwar, wenn man sich da mal ansieht, wie die rumlaufen. Also besonders die Mädchen, die fallen mir besonders dabei auf, wie die sich kleiden, obwohl sie erst 14 Jahre alt sind. Und das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Und zwar kennen wir das doch alle hier, diese komischen Leggings oder wie auch immer die heißen, und diese hautengen Hosen halt, und da laufen die dann rum, bis zum Hintern hochgezogen, so dass man schön den Allerwertesten sieht, präsentiert auf dem Silbertablett sozusagen, dann noch ganz kurze Oberteile drüber. Und ich verstehe nicht, warum sie das tun. Was ist los mit denen? Was ist mit 14-jährigen Mädchen los? Die haben überhaupt keinen Plan, was sie damit anziehen. Mit dem, was sie anziehen. Haha. Ja, aber dann verstehe ich es nicht. Also, ich finde es jetzt auch schon, also in meinem Alter, mit 17, 18, da finde ich es auch jetzt nicht sonderlich cool, wenn man das trägt. Also nicht sonderlich attraktiv. Sagen wir es mal so, weil, ich weiß nicht, man muss sich nicht unbedingt mit diesen niederen Werten verkaufen, und das dann schon im Alter von 14, 13 oder so zu machen, das finde ich dann schon sehr bedenklich. Oder auch Ausschnitt bis zum Bauchnabel runter, dass ich verstehe es nicht. Aber das habe ich jetzt häufig genug gesagt schon, glaube ich, dass ich es nicht verstehe. Und es ist ja so, ich habe keine Ahnung, was mit der Jugend heutzutage abgeht und warum das so ist. Oder auch die ganzen Styler-Kinder da, die Jungs da, die da richtig geil rumlaufen, so, yeah, ich bin übelst geil, Digga. Und die gucken mich dann immer so an und wollen so direkt schon Stress haben. So, ich verstehe es nicht.
was ist nur falsch gelaufen? Ich in meiner Zeit habe das irgendwie ganz anders wahrgenommen. Zu der Zeit war es uns sowas von scheißegal, wie wir rumgelaufen sind. Uns war es so scheißegal, wie die anderen rumgelaufen sind. Wir hatten keinen Stress mit den alten Leuten, also mit den 18-Jährigen etc. Im Gegenteil, wir hatten Angst vor denen sozusagen. Und ja, wir haben einfach in den Tag hineingelebt, ohne Drogen, ohne Prügeleien etc. Und das hat sich heutzutage, glaube ich, ziemlich geändert. Zumindest in meiner Ansicht. Ich weiß nicht, wie ihr das so mitbekommt. Eventuell gibt es ja dort auch noch andere Meinungen. Vielleicht sind auch noch welche da, die auch in diesem Alter sind und eventuell eine Begründung dafür geben können, warum das so ist oder warum ihr das so tragt etc. Ich weiß es ja nicht, wer genau hier das Video hier sieht. Und ja, also ich find's schon bedenklich. Ich frage mich dann immer, wie das in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann aussieht, wie die Jugend immer mehr verkümmert. Und außerdem ist es natürlich das, die werden irgendwann auch in den Job gehen und die werden irgendwann unser Land sozusagen fortführen, wenn wir, sagen wir mal, alt sind. Wobei, nee, dann sind sie auch schon relativ alt, aber egal. Die werden irgendwann dafür schuldig sein, dass sie hier irgendwas verkehrt gemacht haben. Muss ja auch nicht sein. Vielleicht ändern die sich ja in den nächsten Jahren, aber irgendwie glaube ich das nicht, wenn die nicht wachgerüttelt werden. Aber egal. Also, ja, das war meine Meinung dazu. Und falls ihr noch Fragen habt dazu, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich fordere euch hiermit dabei auf, auch noch ein wenig mit zu philosophieren, diskutieren über dieses Thema in den Kommentaren. Würde mich freuen, wenn ich da einige interessante Bemerkungen so lese. Etc. Gut, und dementsprechend würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.